Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Story About My Uncle. Heute 4. Advent bzw. Weihnachtstag. Heute gibt es neben meinem alljährlichen Weihnachtsgruß, wenn man es so nennen möchte, auch noch hier die letzte Folge von A Story About My Uncle. Oder ich hoffe zumindest, ich hoffe, dass wir nicht dann Silvester das noch machen. Also eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Also sollten wir jetzt hier nicht 2 Stunden noch dran sein an dem Spiel, werde ich das heute zu Ende spielen, habe ich mir vorgenommen. Und ich habe rausgefunden, nach 2 Toten noch, seit dem letzten Mal, wo es hier weitergeht. Und zwar geht es hier weiter. Hopp. So, Moment, also ich weiß nur, dass es hierher weitergeht. Wo es dann weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht. Und ja, das ist, also rein tut sich's nicht, aber es ist halt 3 Ws. Okay, wir sind hier, das ist schon mal sehr gut. Also weiß ich doch mehr oder weniger, wo es weitergeht. Ah, genau. Checkpoint. Alles klar, ich dachte gerade, ich weiß nicht, wo es weitergeht, weil ich nur bis zu der einen Stelle gespielt habe. Okay, jetzt ist die Frage, reicht das oder nein, es reicht nicht. Okay, oh, das hat gereicht. Ah, sehr gut. Weil ich da an dem einen Stein scheinbar hängen geblieben bin, hat sich mein, meine Stiefel wieder aufgeladen. Das ist gut. Alles klar, wo geht's jetzt hier weiter? Wo? Okay. Okay, wieder so ein Ding von Fred. Okay. Warum soll ich das hier eigentlich aufladen? Ich kann mich doch hier einfach herstellen. Vielleicht gibt es ein Achievement, dass ich hier den Boden nicht berühren darf oder so. Aber ganz ehrlich, nö, ich habe schon gesehen, es gibt ein paar seltsame, also richtig Hardcore-Achievements. Von wegen, ich darf mich dort und dort nicht, nicht weiterhangeln. Alles mit, ich glaube, ich darf die Höhle, also da, wo der Wurm drinnen war, durfte ich ihn, da darf ich nicht mehr als 20 Mal mit dem Ding mich festhalten. Und nee, ganz ehrlich, ich bin ja nicht wahnsinnig, dass ich das versuche bei meinem ersten Durchspielen. Wo geht's jetzt hier leider? Scheiße. Oh, okay, hier. Scheiße. Ich bin am Sack. Ja, ich hätte das hier gebraucht. Okay. Moment. Ha! Ha! Ich sehe es! Ich sehe, ich hab's gesehen, wo es ist. Es ist hier unter mir. Hehehehe. Ja! So. Und damit haben wir das erste von 5 hier. Also entweder, ja. Entweder ich bin hier ganz schön schlecht oder hier ist es ganz schön weit. Also weiträumig im Sinne von, dass wir hier noch viel zu tun haben. Ich bin ein Idiot. Okay, aber ich glaube, ah, das war eh vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Es geht auf jeden Fall schneller, als hier wieder hoch zu jumpen. Ha! Kann ich hier oben drauf stehen bleiben? Nein! Verdammt, wo geht's dann weiter? Ich dachte, ich kann da oben drauf stehen bleiben. Okay. Ah! Ich glaube, es geht dort weiter. Ah nein, es geht hier weiter! Nein! 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 Okay, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Alles klar.
Ja. Moment. Ach so, hier ist, das ist von Fred. Ich dachte schon, das war, ich war doch noch nicht hier, aber nee, das ist eindeutig von Fred, weil sonst wäre das deutlich kleiner. Ah, dort müssen wir, glaube ich, hin. Okay, das ist, glaube ich, nicht so ein riesiges Problem. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht wieder in die falsche Richtung oder so. Okay. Ah, okay. Hier gibt es teilweise wirklich ein paar Kristalle, die man wahrscheinlich nur für irgendwelche Challenges oder so braucht. Oh, Moment, Sekunde, ich muss mich kurz konzentrieren. Okay, hier ist Checkpoint. Oder beziehungsweise nicht für Challenges, sondern einfach für diese Achievements. Verdammt. Okay, aber wir haben es fast. Beziehungsweise wir hatten es fast. Okay. What the fuck? Ah, ich hab's gesehen, dass da ein Kristall war. Ein bisschen versteckt, aber... Oh, das war knapp. Nee, das war blöd. Oh, scheiße. Ich bin hier gerade wirklich nicht ganz so gut drin. Aber das ist, glaube ich, ja jetzt auch schon gegen Ende des Spiels. Also, es darf ruhig ein bisschen schwieriger sein. Ja, so schaut das doch gut aus. Ja. Wunderbar. Ah, und dieses Aufploppen heißt doch, dass es ein neuer Checkpoint ist, weil ich habe schon einmal versucht, über alte drüber zu laufen. Kann ich ja jetzt nochmal. Da passiert nichts. Also das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, okay, ich weiß zumindest, oder ich glaube zumindest zu wissen, wo es hingeht. Hä? Hä? Moment. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Warum konnte ich mich da gerade nicht festhalten? What the fuck ist denn da los? Ah, okay. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was und wie, aber... Okay, es ist hier einfach nur relativ schwer. Kann ja auch sein. Das reicht nämlich so nicht. Oh Gott. Oh nein, jetzt kann... Wenn ich nämlich an diese Dinger dran touche, dann kann es meistens zu spät dafür sein. Oh Gott, nein, 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 nein. Doch, 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 es geht sich aus. Oh, das ist teilweise wirklich... I landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Ja, super, jetzt haben wir keine Raketenstiefel mehr.
Oh, hier, okay. Erstmal hier. Okay, heißt es, ich kann jetzt auch nicht mehr von so ultra Höhen fallen? Kann das sein? Vielleicht. Aber die Fackeln werden häufiger. Könnte sein, dass wir uns Fred nähern, auch wenn ich nicht weiß, inwiefern das logisch ein Zusammenhang ist, dass die Fackeln häufiger werden und wir uns dadurch Fred nähern. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlichermaßen zuletzt. Bisschen abkürzen können wir. Warum sollte ich da unten hin? Warum? Keine Ahnung. Ah, hier ist wieder. Ah, das war wahrscheinlich keine gute Idee, aber. Oh, nein, nein, nein. Oh. Oh, das schaut jetzt schon fast irgendwie ziemlich final aus. Oh ja, das schaut aus, weil wir. Es geht jetzt steil nach oben. Es erinnert mich so ein bisschen an die Höhlen von Skyrim, muss ich echt sagen. Okay. Es geht aber auch hier entlang. Warum geht's hier entlang? Okay. Sind das jetzt alternative Wege oder komme ich hier irgendwie einem Geheimnis auf die Schliche? Nee. Ah, doch. Nee, ich kann aber nicht so weit grappeln. Ja gut, ich kann jetzt hier so machen. Okay, das hat jetzt nicht wirklich viel geholfen, glaube ich, aber okay. Nein. Holy shit, okay. Das ging jetzt gerade nicht ganz so wie geplant. Okay, so geht's auch. Wir brauchen gar nicht unbedingt grappeln. Puh, ich muss nur richtig landen. Ah, und da geht's hoch dann, okay. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie da drüber. Okay, das mache ich mal sicher. Und nicht auf Treff genau, weil das Landen ist deutlich schwerer als das Fliegen. Ja. Es ist wahrscheinlich bei Piloten und Flugzeugen auch so. Da wir jetzt auch keine riesigen Distanzen mehr überbrücken können und wir es dadurch wahrscheinlich auch nicht mehr müssen, würde ich doch mal davon ausgehen, dass wir jetzt eigentlich... Ah, hier geht's nochmal hoch. Moment. Ne, wir sind jetzt nicht zurückgefallen, oder? Okay, hier hoch. Wegfindung ist gerade so ziemlich das größte Problem. Ne, da komme ich noch nicht hin. Okay, hier aber. Das heißt, ich sollte auch hierher. Ah, ich höre schon wieder. Direkt unter uns ist so eine Fackel. Ich sehe sie allerdings gerade nicht. Oder ist es die da vorne? Oh, das ist hier ein bisschen knapp. Also ein bisschen schmal. Einfach durch den Lensflare, nicht Lensflare, durch die Leuchtflackel vor allen Dingen, die Fackel durchlaufen. Muss sehr gesund sein. Boah, okay. Ah. 8, eine 10. Aha. How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things. Like you.
Hey, it's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets, we could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? Good point. I guess he didn't really think of that. Ich glaube, ja, du bei dem Geschichtenerzählen hast da gar nicht gedacht. Aber finde ich cool. Also ganz ehrlich, ich mag diese kleinen Zwischensprüche, wenn wir da diese Sachen finden. Okay, und jetzt da lang. Oh. Und ich sollte doch eigentlich auch... Nee. Verdammt. Ich komme wahrscheinlich auch hier hoch. Ah. Ha, nein. Oh, wo bin ich denn da gerade? Ich bin noch auf den Felsen da drauf gekommen. Okay. Okay. Oh, fuck. Okay. Ganz so easy ist es scheinbar doch nicht, hier durchzukommen. So. Oh, oh Gott. Okay, hier so, also da, 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 da drauf und dann muss ich irgendwo anders schauen. Kann ich vielleicht da hochkommen? Ja, genau. Ja, genau. So. Ist vielleicht Cheating, aber scheiß drauf. Okay. Gut, und jetzt da hoch. Okay, und dann dort drüber, oder was? Das ist hier doch schon ganz schön knapp alles. Richtig cool wäre es übrigens, das habe ich mir gerade jetzt erst überlegt, wenn irgendwie auf einmal dann doch Maddie auftauchen würde. Ja, weil wir sie letzte Folge und letzte Woche einfach so haben gehen lassen müssen. Weil ich immer noch nicht so ganz überwunden habe. Oh, nein, 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 nicht wieder ganz runter, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Das war ein bisschen knapp. Aber nee, wir hätten eh hier den Checkpoint, also. Oh. I found another one of Fred's campsite, noticeably newer than the others. The fire was still smoldering, and I could faintly pick up the smell of the aftershave he always used. I was closing in on him. I could feel it. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. Okay. Aber bevor wir das machen, ich habe hier nämlich gerade noch gehört, dieses de. Nein, ich komme jetzt nicht mehr hin. Nein! Und vielleicht, wenn ich die Boots repariere, dass ich dann hier nochmal zurückkomme. Das wäre irgendwie schön, weil ich hab's gesehen. Ja auch. Es wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich jetzt hier... Komm. Please. That should do it. Good as new. So. Nein. Okay, Moment. So. Und damit haben wir Nummer 2 von 5. Ja, okay.
Damit bin ich zufrieden. Ah, ne, sind wir. Es heißt es aber wieder, jetzt geht's ab. Und eigentlich können wir. Aha. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Natürlich nicht. Okay, ne, okay, der Weg ist scheinbar nicht so gut. Habe ich das hier? Ja, ich habe es schon. Okay. Und ich habe es, glaube ich, auch schon repariert inzwischen. Ja, genau. Gut, dann müssen wir doch da lang. Hä? Ho! Nein! Okay. Okay, das muss ich auch erstmal wissen. Okay. Oh, nein! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Ach, hä? Was, ich lebe noch? Hallo? Okay, restart from last checkpoint. Confirm. Okay. Das war gerade ein bisschen buggy. Oh, verdammt. Also ich habe wirklich nichts gegen. Also so möchte ich das nicht sagen. Ich hab schon ein bisschen was gegen diese Stellen. Aber halt einfach, weil die ziemlich hart sind. Und in solchen Situationen, ganz ehrlich, das muss man so gut timen. Also ganz ehrlich, wer mir sagt, Dark Souls ist schwer, der hat noch nicht The Story About My Uncle gespielt. Das ist ja nämlich schon ein bisschen mehr Hardcore. Und ja, ich habe das vorhin mitbekommen, dass da sowas war. Aber wir können hier uns erstmal den Checkpoint holen. So, und jetzt nochmal zurückgehen. Und ich glaube, das ist so rum einfacher. Weil hier unten irgendwo war das. Genau. Ah, genau. Und da ist das speichert. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht so ganz immersive, was ich hier gerade mache, aber immerhin, wir haben 3 von 5. Das ist doch auch was wert, oder? Warum kann ich hier jetzt das schon im Vorhinein drainen? Okay. Bin zufrieden. Buried beneath the ice, you could still see signs of what this place had once been. Something not unlike the caves where the village lay. The Ice Age must have come suddenly, washing over it like a freezing tsunami. Now it lay desolated, haunting anyone who dared visit, with falling stalactites, sharp icicles, and its bottomless depths. Ho! Ja, da ist gerade wirklich was runtergefallen. Okay, das kriegen wir hin. Ho! Was? Wo? Ho, ho! Holy crap.
crap, das war gerade alles sehr knapp. Okay, es geht hier runter. Das gefällt mir. Ich glaube, wir gehen nicht dorthin, wo wir schon waren. Hoffentlich. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß nicht, aber... Wobei, nee, daran würde ich mich erinnern können, wenn wir da schon gewesen waren. Gewesen waren, ja. Okay, jetzt geht's aber doch da lang. Okay. Okay, jetzt hängeln wir uns hier an der Decke entlang. Finde ich okay. Ah, Checkpoint. Wunderbar. Das heißt, wir sind auch noch richtig... Oh! Der bricht mir auf einmal weg. Das ist vorher auch schon einmal passiert. Finde ich nicht cool. Oh, nein! Oh shit, jetzt habe ich... Nee, ich hab's nicht verbockt. Nee, warum kann ich jetzt auf... Warum habe ich jetzt auf einmal das nicht mehr... Und wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, wir sind jetzt hier. Okay. Bisschen krass, der Checkpoint, aber okay. I'll take it. Okay. Gut, oh Gott. Wobei, ich glaube, ich... Ja. Ha! Oh. Fred had come this way alone, too. I took some comfort in knowing that whatever problems I faced now, Fred would have faced them too, and beaten them. If he could do it, I could do it too. Oh Gott, das ist hier echt alles ziemlich heftig. Okay, ich glaube, das kriegen wir aber so hin. Ja. Und das auch. Okay, das ist schon eher nicht so. Teilweise, es stört mich teilweise echt, muss ich echt sagen, dass man teilweise nicht genau sehen kann, ob ich jetzt dort greifen kann oder nicht. Aber gut. Kleinigkeiten. Zum Beispiel da jetzt. Ho, ho, ho.
Okay, hier unten ist wieder eine Fackel. Fackel bedeutet immer gut. Huh. Ehe, you've earned a new unlockable. Go to options, unlockable, achieve it. Unlockables. Was haben wir? Goat Mode. Oh nee, Goat Mode ist garantiert, dass es jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, ist mad. Nee, ganz ehrlich, ich habe genug Goat Simulator im Laufe meines Lebens gespielt. Das war so nicht geplant. Warte mal, habe ich gerade dadurch hier die Beam Color verstellt? Nee, ich glaube nicht. Ah, jetzt sind wir wieder hier, ja, Marsch. Na gut, macht aber nichts, ist ja nur ein kleiner Sprung. Kleiner Sprung für Fred und ein großer Sprung für uns. So. Okay, jetzt gibt es hier wieder zwei Wege. Einer führt dadurch. Und einer führt hier lang. Aber der führt halt dort entlang, wo... Eigentlich sollte das hier doch ganz gut sein, oder? Und zwar so. Genau. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ein Weg irgendwie cooler ist als der andere. Aber auf dem Weg haben wir zumindest schon ein einzelnes Ding wieder abgeschlossen. Abgeschlossen, wurscht. Ja. Wir haben 4 von 5. Ich glaube, wir hatten noch nie 4 von 5. Also hier bei den rechts oben, bei den Collectibles. Für ein Level. Finde ich echt gut. Obwohl mir dieses Level echt nicht allzu sehr gefällt. Nein, nein, warum kann ich das teilweise nicht drainen? Macht mich echt so ein bisschen aggro. Und nicht das gute Aggro wie bei Shadow of the Colossus. Oh, ich kann mich da auch unten festhalten, das ist ja gut. Okay, erstmal hierher. Okay. Alles klar. Okay. Jetzt komm schon. Genau. Okay, aber Fred war auch hier. Oh, oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier ständig im Kreis gehe. Okay, und wo geht's jetzt lang? What the fuck? Wo geht's denn jetzt lang? Okay. Leap of Faith. Oh, okay, das muss man erstmal wissen. Wobei, es leuchtet hier so ein bisschen in der Farbe, also... Vielleicht bin ich auch teilweise einfach zu weit weg von den Dingern. Weil Entfernungen einschätzen ist hier echt nicht easy. Okay, jetzt muss ich hier an der Unterseite garantiert wieder entlang. Gut, dass hier so ein Ding ist. Lass mich! Warum kann ich es nicht? Lass mich es drainen. Warum kann ich es denn nicht drainen? Ich kann doch nur wie ein Wahnsinniger klicken. What the fuck? Okay, teilweise ist es echt so ein bisschen arschig, dass man es nicht...
Hier siehst du. Warum kann ich den Kristall nicht drainen? Hallo? Das ist nicht meine Schuld. Ich klick drauf, ich klick linke Maustaste, wie ich es immer mache. Die einzige Sache vielleicht ist... Okay, das kann tatsächlich sein. Schauen wir mal. Das ist es nämlich. Das ist ja fies. Ich hab's verstanden. Ich kann nicht von null weg aufladen. Also wenn ich keinen Jump mehr übrig habe, nutzt mir auch das Ding nichts mehr. Jetzt habe ich das endlich verstanden. Das heißt, ich brauche Minimum noch eine Sache übrig, damit es funktioniert. Also ich muss jetzt grappeln und jetzt aufladen. Also idealerweise einmal grappeln, einmal aufladen. Jetzt hier nicht, das geht nicht, weil... Das heißt, ich darf mich nicht einmal verklicken. Oh. Gut, wenn man das mal weiß und entsprechend planen kann. Okay, das war ganz schön krass, aber wir haben es geschafft. Und möglicherweise habe ich nichts rausgeschnitten. Möglicherweise. Oh, das war aber wirklich eine Punktlandung auf der Spitze von dem Ding. Warum laufe ich jetzt hier so viel und lange? Ist vielleicht Fred ganz in der Nähe? It was dark all around me, but there was a light at the end of the tunnel. Okay. Wow, das schaut cool. Ist das Fred? Uncle Fred? Hello? Nephew? Uncle Fred, I finally found him. My little boy, I'm glad to see you. And you're wearing the suit I made you. But how can you be here? I said that I found the suit in his workshop, and that I came looking for him. I'm sorry for being away for so long. But I've been busy down here, you see. The frog people. That was an experiment of mine. Do you remember the eggs I found before? I sent them here by accident, and I had to follow. By the time I got here, they were already growing. These caves were empty before, but my experiment has made them full of life. I have conducted research on them and documented everything about them. And I built a new crystal-powered pad to be able to get back to my colleagues, show them how fantastic this all is. I interrupted Fred and told him about Maddie, how we came all the way to Starhaven together, and that I had promised to ask him if he would go see her there. Madeline. My little Maddie. I should have taken her to see Starhaven long ago. She was always so curious about the strays. Well, I left her. I wanted to protect her. Or rather, protect myself from losing her. I've changed my mind. I'm not going home. What does research or praise matter when I can be here with these creatures? They need me. And it's just as well. I don't trust this pad for more than one ride anyway. You need that ride. I didn't want to go home. And I asked if I could stay with him and Maddie instead. I'm sorry, nephew. As much as I enjoy having you here, you must go home. Explore the world on your own. Have your own adventures. I reluctantly agreed to go home. I was going to miss my uncle. I will miss you too. But I'm sure you'll do phenomenal on your own. And don't worry about me or Maddie.
We'll be fine. The pad is yours, boy. When you're ready. Ich würde wirklich gern hier bleiben, aber... Ja... Ich frage mich inzwischen wirklich, ob das echt so passiert ist. Und das nicht wirklich nur eine komplett frei fiktive Geschichte ist, oder was ich auch gerade gedacht habe kurz, dass vielleicht Fred gestorben ist und unser Erzähler hier nur seiner Tochter das ein bisschen anders beibringen möchte. Warum er nicht mehr hier ist. Aber gut. Das war A Story About My Uncle. Ganz ehrlich, das Spiel war echt cool. Also ich habe mir jetzt enorm viel Spaß gemacht. Jetzt gerade das Ende hat mich schon so ein bisschen traurig hinterlassen, weil ganz ehrlich... Ich meine, wir haben Maddie jetzt nicht ultra lange bei uns gehabt, aber... Trotzdem, es... Ich werde das Spiel garantiert irgendwann oder vielleicht sogar bald nochmal spielen, weil bis auf jetzt hier ganz am Ende in dieser Eishöhle und vielleicht noch ein, zwei andere Stellen in der Mitte des Spiels, wo es ein bisschen frustrierend war weil ich vielleicht Sachen nicht verstanden habe oder weil ich einfach schlecht bin. Trotzdem werde ich es, schätze ich mal, bald mal irgendwann wieder spielen, weil es hat echt Laune gemacht und vor allen Dingen, ich würde wirklich gerne versuchen, alle diese kleinen Geschichten zu finden, wo der Erzähler dann quasi noch was erzählt, und ich bin gespannt, ob es jetzt vielleicht eine After-Credit-Scene gibt, wo gezeigt wird oder gesagt wird oder ich irgendwelche Erfahrungen oder Infos bekomme, ob das jetzt tatsächlich passiert ist oder ob das eine Geschichte frei erfunden war. Also klar, es ist ein Spiel, aber im Sinne von im Spiel, ob das frei erfunden wurde oder wie. Wäre echt nett zu wissen. Oder kommen wir jetzt einfach ins Menü. So ein kleiner Teaser wäre cool. The end. Now, good night, sweetie. Wait, Dad. Does that mean Fred is still there? Who knows? That was the last time I saw him. Don't you miss him? I do, sometimes. But I don't worry about him, because I know that wherever he is, he's on his biggest adventure yet. Okay. Dear Fred, today I step into the lobby of your house for the last time. My daughter asked me to tell her about an adventure, and I came to think of you. Your house looks just like my mother and I left it years ago. After you'd gone, I was sure she was going to throw out all your stuff, but she just cleaned up. We made you a small memorial. For a while, I came here every day, just like I used to. Sometimes, I could even faintly hear your voice, calling from the observatory, asking me to get you this tool or that. I never told my mother about that day. I don't think she would have believed me. Can I believe it? After all these years? Uncle Fred, thanks to you, I have found an even greater adventure. Thank you. Love, your nephew.
Okay, das ist schon deutlich eher nach meinem Geschmack für ein Ende. Ja, das war's auch. Eine letzte Karte für Fred und vielleicht auch Maddie. Ich hätte gern echt noch gehabt, dass er noch irgendwas für Maddie. Aber jetzt am Ende, ich glaube, das war ein Foto von uns, also von uns als Erzähler und von unserer Tochter, der wir die Geschichte erzählt haben. Ja, das war A Story About My Uncle. Ja, und mit einem letzten Blick auf das funktionierende Launchpad sage ich, das war's für dieses Let's Play. Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Es hat mich mitgenommen, es hat eigentlich alles gemacht, was ein gutes Spiel machen hat müssen. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt irgendwie vollkommen zufrieden, irgendwie so. Leicht traurig natürlich wegen dem Ende. Aber was will man machen? Es war, der Titel sagt es, eine Geschichte über einen Onkel und eine wirklich schöne Story, eine richtig berührende. Ja, und damit würde ich sagen, das war A Story About My Uncle. Und wir sehen uns bald wieder bei einem anderen Let's Play. Und vielleicht schaut ihr auch irgendwann mal wieder vorbei, wie ich wahrscheinlich noch irgendwann mal A Story About My Uncle wieder spielen werde. Ich mag es ja teilweise so, Let's Plays, die ich, keine Ahnung, vor 3, 4, 5 Jahren das letzte Mal gesehen habe, einfach wieder nochmal das Let's Play von damals zu schauen. Zum Beispiel, ja gut, Beispiel fällt mir jetzt nicht wirklich ein, aber manche Let's Plays von, wo ich vor Jahren mal reingeschaut habe, mal wieder reinzuschauen. Ja. So irgendwie fühlt sich auch A Story About My Uncle an. Im Sinne von, dass ich vielleicht in 3, 4 Jahren nochmal das vielleicht sogar Let's Playen werde, weil es einfach so wie I Am Alive irgendwie eine relativ kurze, aber doch einfühlsame, nette und einfach schöne Geschichte war. Ja, und bevor ich jetzt noch weiter sinniere, wobei heute ist Weihnachten, da kann man ruhig ein bisschen sinnieren. Wobei, ihr werdet es vielleicht gar nicht an Weihnachten sehen, dann war Weihnachten. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei einem anderen Projekt wieder. Das war A Story About My Uncle. Und bis zum anderen Projekt sage ich Tschüss, Leute.